Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu When Ski Lips Go Wrong. Beim letzten Mal habe ich euch um die Lösung eines Levels gebracht, weil ich mich verschnitten habe. Irgendwie habe ich einfach ein ganzes Level plötzlich rausgeschnitten. Aber das korrigieren wir heute. Wir holen die Lösung nach. Denn das war dieses Level hier, bei dem wir einen geteilten Sprung machen mussten. Achtung, nicht die Brücke kaputt machen, die sind sehr empfindlich. Und ich glaube, das hat einfach geklappt, indem ich durchgerast bin. Denn, ui, mit Hilfe von dieser Schneeturbine können wir diese Medaille holen. Tut mir leid, Leute. Keine Ahnung, was mit mir durchgegangen ist. Ich war schnittwütig. Beziehungsweise etwas in Eile. Wir machen in der grünen Schlucht weiter. Ich habe ja versprochen, dass es heute einen längeren Part gibt. Heißt, wir machen die grüne Schlucht und den sonnigen Gipfel. Und wir müssen uns natürlich erstmal wieder um einen Fahrradfahrer kümmern. Ach nee, wir haben Fundamente. Ich habe gedacht, wir hätten keine Fundamente, aber wir haben 5 Fundamente. Und 15.000 Geld ist doch was. Heißt, wir brauchen, glaube ich, hier den großen Turm. Wir müssen was? Oh Gott. Wir müssen mit dem Sessellift hier unten drunter durch und dann da hoch. Hier, das sind so Bögen. Da müssen wir unten drunter durch. Okay, heißt, wir haben einen Turm, dann müssen wir da rein. Wie soll das gehen? Hier, ich mach mal da mal so 2 Fundamente hin. Und dann machen wir da einfach so einen Bogen rüber. Und wenn wir dann da einen stabil genügend Bogen haben, dann dürften wir doch eigentlich daran alles befestigen. Heißt, hier so vorbeirollen und da so vorbeirollen, hier so rüber. Okay, das ist ein Problem. Wir können das ja auch hier einmal so rumwickeln, oder? Und dann hier so und dann da hoch. Könnte klappen. Okay, da vorne hebt schon mal nicht. Machen wir das auch stabiler im Holz. Oh, okay, unser Fahrradfahrer. Oh Gott, er sitzt. Er sitzt. Was zur Hölle? Es ist nur oben eingebrochen. Aber nice moves. So, machen wir halt noch ein Fundament hin. Wir haben ja anscheinend das Geld. Das hatte ich aber nicht in Erinnerung, dass das sich so schwer... Aber er bleibt hier drin sitzen. Er ist begeistert. Er hat noch sein Fahrrad. Er dreht sich... Oh, nochmal. Vielleicht reicht es ja, wenn wir nur einmal diesen Megaschwung machen und hier uns nicht mehr drehen. Vielleicht ist das ja ausreichend. Alter, er hat aber auch echt die Moves raus. Oh nein. Jetzt wird der Baum ihn hinrichten, oder? Alter, was zur Hölle? Was geht denn da ab? Warum schwingen die so krass? Ja, warte, wir müssen das stabilisieren mit so einer zweiten Rolle. Und dann investieren wir nochmal ein bisschen in Stabilität. Wir wollen ja, dass die ankommen. Alles hält, sehr gut. Wir leben. Hä, wer ist gestorben? Ach so. Hey, unser zweiter Fahrradfahrer. Warum schaffst du unser zweiter Fahrradfahrer nicht? Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, mit meiner aktuellen Taktik komme ich da nicht ganz über die Runden wartet. Auch wenn dieser Salto extrem cool ist, werden wir wohl das Ganze irgendwie so lösen müssen. Oh, was sagst du dazu? Ja, du bist glücklich. Ich sehe. Du kommst im Ziel an. Aber was sagt der andere Fahrradfahrer? Oh, der kommt auch an. Nein! Hä? Ich hab's trotzdem geschafft. Der ist gestorben. Naja, wenn das Spiel sagt, geschafft. Menschenleben ist ja anscheinend nicht so wichtig. Gott. Okay, wir müssen wieder Motorrad fahren. Aber wir müssen ebenfalls... Für was brauchen wir den Stern? Ach, den Stern zu sammeln ist ein Hauptziel. Ach so, erst wenn ich den Stern gesammelt habe, darf ich über die Ziellinie. Gut, dass ich das jetzt erst check. Okay, heißt, wir müssen rüber zum Stern uns irgendwie bauen. Wenn ich von dem Stern zurückkomme, dann könnte ich hier irgendwie einen Sprung machen. Ich muss nur von Anfang an eigentlich weit genug springen. Und das bekommen wir hin. Und wie schaffen wir es so? Wir müssen es ja eigentlich nur im Optimalfall über den Berg, über den Baum schaffen. Denn dann... Nee, wir müssen es weiter schaffen. Hier werden wir später die Schanze haben. Und wir müssen am besten hier oben lang kommen, damit wir die Schanze nicht kaputt machen. Ja, doch, doch. Wir müssen noch weiter springen. Hui! Oh, ich hab's doch geschafft! Ha! Okay, alles klar. Und jetzt, ganz vorsichtig. Mach das nicht kaputt. Hol den Stern. Und mit F drehe ich mich um, genau. Und jetzt haben wir noch 400 Gold, um hier eine Schanze hinzubauen. Irgendwie bezweifle ich aber, dass wir es jemals... Weit gesprungen. Alter! Weit genug mit der Schanze schaffen, aber das ist ja richtig, richtig knapp. Was zur Hölle? Naja. Wir haben es zwar jetzt, glaube ich. Ja, wir haben es geschafft. Aber wir haben viel zu viel Geld ausgegeben. Aber wisst ihr was? Mit so einem Sprung haben wir uns das auch echt verdient. Wir lassen uns nicht einreden, dass das nicht gut genug war. Oh Gott, was ist das? Oh, guck mal, das ist richtig lustig. Wir müssen ganz nach oben mit einer Gondel und dann wieder ganz nach unten. Hä, und dazwischen auch? Hä? Okay. Bin mir nicht ganz sicher, was wir hier machen sollen. Ich baue einfach mal irgendwas richtig Nices. Hält nicht das schon? Oder gibt es irgendeinen Clou, der das jetzt auseinanderreißen würde? Oh ja, die Schwerkraft. Na klar, so hält es jetzt natürlich. Aber
Für 21.000! Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen soll. Jetzt muss ich quasi dieses Gerüst irgendwie umsetzen mit den kleinen Dingern. Und das noch möglichst billig und stabil. Und ich habe keine Ahnung, wie man ich das machen soll. Viel zu teuer. 15.000, aber vielleicht hebt's. Oh nein, das wird nicht. Oder hebt es? Es wärmt sich. Oh, eins gebrochen, zwei. Oh, kein Problem. Wie soll das gehen? Ich habe einen Geistesblitz, Leute. Und zwar, wenn ich hier oben eins habe und unten eins und das untere den ein bisschen supportet, dadurch, dass es hier aufliegt, dürfte ich ja eigentlich Last von oben wegnehmen, oder? Ja, fast. Oh Gott. Nein! Aber das sieht gut aus! Oh Gott, warum bin ich davor nicht drauf gekommen? Komm schon. Ja! Hätte ich Münze eingesammelt. Oh Gott. Wir haben es geschafft. Leute, ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt hier dran saß. Warum kam mir die Idee nicht einfach viel früher? Was ist das hier? Was ist das? Oh nein, es sieht lustig aus. Wir haben 12.000. Und wir müssen da irgendwie lustig im Kreis fahren. Bedeutet, wir brauchen hier eins, da eins, da eins und da eins, da eins, da eins, da eins und da eins. Oh Gott. Okay. Und jetzt müssen wir da einmal im Kreis und dann hier oben wieder landen. Das hält doch nie. Vor allem werde ich 100 pro, oh Gott, wie knapp das ist, mit den anderen Sesselliften kollabieren. Kollapsen. Okay, und hier müssen wir ein bisschen nach oben. Ah nee, wir müssen ja auch die Medaille einsammeln. Heißt, wir müssen einmal außen rum. Dann haben wir hier alle eingesammelt. Dann müssen wir hier rüber und dahin. Okay, die Sessellifte werden sowas von aneinander clashen. Okay, wir haben schon mal den ersten Stern nicht eingesammelt, aber vielleicht ist ja... Ja, glaube, wenn ich hier das Seil runternehme und es stattdessen hier rüberführe, dann ist es auch stabil genug. Na, no, spulen wir mal vor und schauen, was passiert. Anscheinend geht's noch allen gut, allen geht's prima. Gottes Willen, da ist einer runtergefallen. Wiederholt sich das? Oder ist es einfach nur Zufall? Okay, jetzt hat's geklappt. Hä? Ich habe überhaupt nichts verändert. Naja. Vielleicht braucht man einfach ein bisschen Glück, um hier durchzukommen. Die Nachbarn. Okay. Ja, ich verstehe schon. Ich muss irgendwie auf das Dach von den Nachbarn drauf und dann rückwärts runterrollen. Okay, wir müssen auch echt sparsam sein, weil wir haben echt nicht so viel Geld. Heißt, wir müssen einen präzisen Sprung machen, mit dem wir weit genug kommen. Ich denke, das klappt schon direkt. Ich meine, die Rampe hat die richtige Form. Aber sie ist zu instabil. Ui, komm schon! Alter, das hat geklappt, oder? Fast! Ah, ja! Ja, so knapp! So knapp! Oh, nein, oder? Nein! Oh, ich hab's! Oh, der beste Tag in meinem Leben! Wie schnell das Level ist, ging bei den letzten Leveln verzweifle ich irgendwo wie jeweils eine halbe Stunde und jetzt sofort mit der ersten Idee. Sessellifte, 5600. Ich muss da oben irgendwie hinkommen. Ja, nice. Weißt du, wir machen da irgendwas ultra teures aus Holz direkt, weil ich weiß, das kann ich eh nicht behalten. Ach man, zack ins Ziel. Das wird 100 pro halten. Warte. Okay, ich wollte schon sagen. Hätte das gehalten, wäre ich echt impressed gewesen. Dann brauchen wir halt mehrere Türme. Denkt ihr, das hält? Irgendwie bezweifle ich dran, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Wir haben die Münze. Der Skifahrer wollte plötzlich nicht mehr leben. Was ist da passiert? Warum? Der fällt einfach aus seinem Sitz. Kann ich dagegen lenken, wenn ich er bin? Ne, warum? Was? Hä? Warum fallen die plötzlich einfach aus ihren Stühlen? Geht's euch jetzt besser? Oh Gott! Okay, tut mir leid. Hebt sowas? Mit so einem Seil dazwischen? Also, ich bin jetzt unter den 5600. Ich habe alles probiert. Ja! Oh, bitte brich nicht, bitte brich nicht, bitte fallt nicht runter. Nein! Ein bisschen höher, bitte. Reißt euch zusammen. Ja, Münze geholt. Check. Oben drüber, drüber. Ja, es ist nicht gerissen. Ja, es hat geklappt. Sie sind angekommen. Nächstes Level. Oh. Abfahrtsweltmeisterschaften. Oh, eine Weltmeisterschaft. Okay, irgendwie die Level kriege ich ja immer halbwegs hin. Ich glaube, hier wäre es tatsächlich das Allerbeste, würde ich diesen Sprung machen. Genau die aufsammeln, aber noch weit genug ins Ziel fliegen. Das wäre ultra krass. Aber irgendwie bezweifle ich, dass ich das so hinkriege, wie ich gerade gesagt habe. Weil Fahrräder sind nicht so schnell. Oh,
Außer natürlich, er setzt die alle durch solche Beschleunigungsplattformen. Und dann werde ich irgendwie bergab noch so ultra beschleunigt und wow! Oh, machen wir die ein bisschen größer. Und ja, wenn das ein bisschen besser hält und wir dann hier noch solche Beschleunigungsplattformen einbauen, hui, dann könnten wir das schaffen. Los! Komm schon, bitte. Das sieht gut aus. Wir haben es. Jetzt sterben wir zwar. Nein, wir haben sogar überlebt. Wir leben. Guck, da sind wir. Richtig, richtig gut. Dann sind wir jetzt im finalen Level, glaube ich, von dieser Welt. Und das ist Sessel ins Nirgendwo. Hä? Okay, wir müssen einmal richtig krass im Kreis. Und wir haben nur 9000. Ich weiß nicht, wie ich das immer hinbekommen soll mit so wenig Geld. Was wollen die immer von mir? Können die mir nicht einfach mehr Geld an die Hand drücken? Dann wird auch alles sicherer. So ist immer alles, das es gerade so hebt. Ich wette, da gibt es Sicherheitsstandards, die sowas verbieten. Also so unsere Grundkonstruktion ist einfach nur das hier. Hält das denn? Nee. Wenn wir da noch einen Turm reinpacken, hält es dann vielleicht? Weil die entlastet werden? Nee. Aber der Turm in der Mitte ist sehr stabil. Ich meine, ich habe auch entsprechende Materialien verwendet, dass der sehr stabil ist. Ich muss sagen, ich liebe diese Holzdinger, die so ultra stabil sind. Aber man darf sie so selten benutzen. Am liebsten würde ich einfach nur diese starken Holzdinger verwenden. Aber dann sagt ja meistens, nein, nein, das ist viel zu teuer und geht nicht. Oder geht das etwa doch? Also der Balken hier oben lebt absolut am Limit. Okay. Ich muss den Typen lenken. Dann kriegen wir das hin. Das ist schaffbar. Was ist gerade passiert? Nein! Ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hatte irgendwelche Probleme mit den Kameras und bin nirgends hingekommen. Und jetzt sind wir in der nächsten Welt. Hügel ausbügeln. Hier müssen wir wieder einen Sprung machen. Diesmal mit Snowboard. Oder, nee, Snowboard statt Skiern. Ich bin immer Ski gefahren, nicht Snowboard. Weil ich das schon in den Kommentaren gefragt wurde. Oder bist du ein Ski- oder ein Snowboardfahrer? Natürlich ein Skifahrer, aber echt lang nicht mehr. Ich hatte halt nie ein Snowboard. Ist aber bestimmt auch lustig. Ja, dann müssen wir hier einfach nur genügend Momentum aufbauen. Und da das hier so hügelig ist, müssen wir das gerade bauen. Boah, und ich habe dafür eigentlich echt nicht so viel Geld. Heißt, komm schon, bitte. Bitte halte. Habe ich denn irgendwas anderes? Nee, ich hab auch nichts, womit ich da noch groß was machen könnte. Hui, komm schon! Ja, diesmal haben wir es weiter geschafft, aber jetzt? Ich meine, bitte, ich will vor. Bitte. Wie soll denn das gehen? Moment, ich kann ja auch mit dem Typen springen. Heißt, vielleicht brauche ich gar keine Chance. Heißt, wenn ich jetzt im richtigen Moment springe, das geht! Vielleicht hätte ich die ganze Zeit bei den ganzen anderen Sachen auch meine Sprungfähigkeit verwenden können. Ja, tatsächlich. Hä? Ist ja richtig krass. Heißt, ich brauche nur ein bisschen mehr und ein bisschen höher eine Schanze. So, genau. Und dann schaffe ich es bis hier rüber und dann muss ich hier nur irgendwie das Momentum mitnehmen. So. Machen wir ein Salto, damit wir es bekommen. Gerade. Wie soll denn das gehen? Das klappt. Unglaublich. Los! Kleiner Snowboarder. Komm schon. Es hat gehalten! Oh Gott! Es hat geklappt. Leute, ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, dass wir mehr von dieser Welt hier machen würden. Allerdings habe ich Ewigkeiten für die letzten Level gebraucht. Ja, über 3 Stunden. Gott, und ich muss das noch schneiden. Es tut mir leid, ich denke mal, ich werde davor irgendwie nicht reingespielt haben. Wir werden beim nächsten Mal, wir haben noch 3 Welten, schauen, dass wir Sonniger Gipfel komplett machen und dann pro Part eine komplette Welt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es waren ein paar sehr lustige Level dabei. Mein Lieblingslevel war auf jeden Fall das hier. Das Ich drehe am Rad, das war das lustigste Level, vor allem, weil wir irgendwie nur mit Glück durchgekommen sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und tut mir leid. Tschüssi. Oh, er hat es wieder geschafft.